So, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Feed the Beast. Ja, wir hatten letztes Mal das Problem, dass ich keine Gegenstände craften konnte. Und wie man sieht, habe ich jetzt schon wieder ein Hungerbalken weniger, drei Herzen weniger. Ja, mich hat nochmal ein Creeper angegriffen. Ich habe jetzt nochmal geschaut, woran es lag. Ich habe keinen direkten Fehler gefunden, aber nach einem Test hat es dann doch funktioniert. Ich versuche natürlich jetzt zu der Insel zu kommen. Aber ich werde es jetzt gleich nochmal testen. Ja, es funktioniert gut. Ich kann ein Crafting Table bauen, endlich. Endlich, endlich, endlich. Ich baue gleich die Werkstation, also das Bessere von Tinkers Konstrukt. Hat das Vorteil, dass die Kiste daneben gleich, also dass ich, wenn ich in der Werkbank bin, gleich in die Kiste zugreifen kann. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich lebend bei meinem letzten Todespunkt ankomme. Und wenn ich mir meinen Hunger und so angucke, sieht das ganz schlecht aus. Ganz viele Kitzchen. Ich kann sie mich nicht mitnehmen. Ich habe keinen Fisch. Aber ist egal. Ich muss jetzt 380 Meter. Ich muss das Bett erreichen. Anscheinend werde ich zwar jetzt noch mal sterben, weil ich mal immer noch kein Essen. Ich esse das hier. Rohes Lammfleisch. Juhu. Gut, das hat mich erstmal ein bisschen vor dem Hungerstod gerettet. Ich werde jetzt erstmal eine kleine Staffel aufnehmen. Das heißt, ich werde mehrere Folgen, bis ich auf Kommentare und so antworten kann. Aber das sollt ihr. Ja, ihr werdet die Antworten ja schon bestimmt mitkriegen dann. Ja. Was habe ich mir hier für Projekte geplant? Gar keine, um ehrlich zu sein. Außer, dass ich vielleicht mal ein paar Gäste einlade, die für ein paar Folgen mir helfen beim Bauen. Und ein bisschen Kreativität hier reinbringen. Abwechslung. Ja. Des Weiteren müssen wir mal schauen. Ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, was ich bauen soll, was ich verbessern könnte. Aber ich bin so gottmäßig, dass ich. Na gut, scherzt. Ich habe mich schon viel, um viele Mods kundig gemacht. Natürlich nicht um alle. Ich glaube, Arc Magica war hier drauf. Das kenne ich. Einen kleinen Schluck trinken. So viel reden. Brauch was zu trinken. So, ja, da ist der Vulkan, den ich letzter Folge schon angesprochen habe. Da seht ihr ein bisschen was. Ach ja, ich muss ein bisschen den Zement niedrig halten, weil irgendwie läuft gerade Feed the Beast auf meinem Rechner nicht und ich erarbeite das gerade alles auf einen Laptop, der natürlich keine Grafikkarte hat. Deswegen muss ich die Grafik halt sehr niedrig halten, weil ansonsten habe ich tierischste Frame-Einbrüche, die ich ja jetzt mittlerweile auch schon habe. Aber ja, wird sich natürlich alles bessern, sobald ich das auf meinem Rechner alles wieder hingekriegt habe. So, jetzt haben wir gleich meinen letzten Todespunkt erreicht wieder. Meinen einzigsten Todespunkt bisher. Und nein. Nein. Okay. Ich weiß, das Einzige, was das Zeug aufhält, ist Wasser. Wasser kann das Zeug aufhalten. Ansonsten sieht es schlecht aus. Also heißt das, ich muss noch ein bisschen auf Wanderschaft gehen. Ich werde mir ein Bett erstmal craften. Hab ja jetzt ein Werkstation. Damit sollte es erstmal ein einfaches sein. Da ist mein Grabstein. Und das ist mein ganzes Krümpel. Gut.
Ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich wollte eigentlich einmal 2 Meter tiefes Loch in den Zombie reinlocken und dann mich verkrümeln. Hat aber nicht so funktioniert, weil ich ja dooferweise reingesprungen bin. Ich wollte ja unbedingt den Sand haben. Ist ja nicht genug Sand hier drumherum. Nein, ich wollte unbedingt den Sand da aus dem Loch holen. Gut. Baumwollsamen haben wir, nicht genug Kerzen haben wir, aber das kriegen wir hoffentlich schon in den Griff. Was haben wir denn hier? Oben Blocks ist hier drauf. Ja. Interessant. Ein bisschen OP finde ich. Obwohl es sind Dartkraft richtig OP schon manchmal ist. Was haben wir denn hier noch? Der aller Anfang ist schwer. Das ist Tinkers Mod. Da werde ich euch schon. Ja, werde ich am Anfang viel zu tun haben, bis ich die perfekten Werkzeuge habe, die sich dann sogar selbst reparieren. Werde wahrscheinlich aber eher auf die Industriecraft Sachen umsteigen, für weniger, also für kleinere Projekte oder Sachen, wenn ich größere Schächte graben möchte, natürlich Tinkers Mod. So, wir hatten noch ein Buch davon, ne? Zweimal oben Blocks. Okay. Gut. Also ich laufe jetzt gerade ein bisschen planlos hier durch die Kapampe, damit ich von den verseuchten Gebiet wegkomme, weit wegkomme, ganz weit wegkomme. Ich habe einmal den Kampf aufgenommen. Nein, danke, will ich nicht noch einmal. Ist nicht so schön. Gut, ich habe das mit herkömmlichen Mitteln weggeschlagen und so weiter und so fort, aber es ist sehr anstrengend, damit klarzukommen, weil es hatte sich, sobald ich irgendwo was weggeschlagen habe, ist es irgendwo an einer anderen Stelle wieder erschienen und irgendwann ist man so fertig dann, dass ich gerade gestorben bin. Okay. Machen wir es jetzt anders. ich werde nicht. Was? Der Hunger bleibt? Mist. Schafis. Ne, Hühnchen. Hühnchen ist gut. Komm mal her. Nein, ist auch gut. Hühnchen. Komm her, Hühnchen. Mist. Hallo? Na toll. Ich kriege noch nicht mal einen Hund gekillt. Okay. Aber Schafe waren hier doch irgendwo. Also mein totes Dingsbums werde ich später holen. Das nun? Ja, wo sind die Schafe? Das kann nicht sein. Ich kriege keine Hühner gekillt. Seh dich. Ja, vielleicht werde ich hier später noch mehrere Mods dazu nehmen, die ich sehr interessant finde oder lustig. Oh. Ich krieg nicht mal Hühner gekillt. Bis ich jetzt hier so einen Huhn gekillt habe, suche ich mir erstmal die komischen Schafe, die ich eine Hexe. Super. Schafe. Kühe. Nee, Kühe brauche ich nicht. Ich brauche Schafe. Ich brauche dringend Schafe. Ganz dringend. Trinkt's. 3 Schafe brauche ich. So, ja. Da werde ich jetzt anscheinend die nächste Nacht draußen verbringen müssen. Ausgerechnet jetzt finde ich keine Schafe. Das ist dann Spar. Na gut. Da seht ihr den Rojo. Schafe suchen und nicht finden. Ja. Wer die Schafe sieht, sagt mir bitte Bescheid oder schreit genug. Aber ich glaube, das ist schon zu spät. Da ist ein erster Zombie.
Das Beste ist, ich bleibe jetzt hier oben ruhig stehen. Ich hoffe, dass keine keine Skelettbogenschützen und Creeper kommen, weil das ist dann ganz schlecht. Ich hätte das vielleicht vervielfachen sollen. Das wäre eine Idee gewesen. Bis ich den jetzt hier gekillt habe, das dauert ja ewig. So ein Mist, ey. Ja. Ah, ich will nicht hoffen, dass dass die Hintergrundgeräusche bei mir zu laut sind. Da kann ich leider nichts dafür. Ich wohne direkt an einer Hauptstraße. In einem Dorf. Ganz weit in der Pampa. Am Arsch der Welt. So. Ach ja. Und das funktioniert. Gut. Was machen wir da am besten jetzt? Ich habe leider gerade keine Kohle, kein gar nichts. Sammeln wir erstmal ein bisschen Holz. Ich hatte mir das eigentlich alles anders vorgestellt, dass ich nicht gleich in den ersten zwei Folgen zweimal sterbe. Ich hätte wesentlich gedacht, ich überlebe ein bisschen länger, aber so kann man sich irren. Holzplanken draus. Und das sollte eigentlich für eine provisorische Hütte reichen. Die ich schon wieder viel zu lang baue. Gut. Wir ziehen auf jeden Fall um. Ich mag keinen Schnee, aber das muss jetzt erstmal so lange reichen, bis ich jetzt erstmal Waffen und eine kleine Nahrungsversorgung habe. So, das heißt jetzt, ich muss jetzt hier stehen und warten, bis ich... ich hasse es warten. Ich muss schauen, wie ich hier ein bisschen vorankomme, aber ein bisschen Holz habe ich hier. Das heißt, ich könnte mir ein Crafting-Table nochmal bauen, eine Werkstation draus. Die stelle ich jetzt am besten dahin, da kann ich mal rausschauen. So, dann brauche ich Stückchen. Und ich brauche weiter Holz. Nein. Das habe ich alles verbaut. Ich brauche dreimal Holz. Das hat gepasst. Gut. Dann bauen wir mal eine kleine Spitzhacke. So, schwupp. Schwupp, schwupp. So. Und wir hacken uns mal kurz in den Berg rein. Für ein bisschen Kohle oder so. Ja, ein bisschen Kohle oder so. Mal schauen, was wir finden. Kies, na super. Brauche ich jetzt erst einmal nicht. Aber, siehst du, da könnte ich gleich mal was testen. Genau, wir können daraus nämlich Werkzeuggriffe bauen. Das ist super. Mit den Werkzeuggriffen, die haben einen Vorteil. Damit kann man kein Werkzeug bauen, wie man sieht. Aber Fackeln kann man später damit mal herstellen. So, machen wir mal Steinaxt noch, Spitzhacke. Was sage ich schon mal Axt dazu? Und wir schauen, dass wir erstmal ein bisschen gucken hier. Wir schauen, dass wir gucken. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Gut, aus Gründen. Genau. Ich warte darauf, dass ein Projekt losgeht. Ich will mal so mutig sein und mal mit dran teilnehmen. Und zwar ist das das Nuked-Event von Karten und Loxion. War jetzt letztens als Zuschauer dabei. Da ist jetzt irgendwann nach der Gamescom, die jetzt glaube ich das nächste Wochenende ist, und mit teilnehmen. Ich bin nicht auf der Gamescom, ich werde aber jetzt hier sagen, in 20 Sekunden, nein, ich werde jetzt hier sagen, tschüss und auf Wiedersehen, wir sehen uns beim nächsten Mal.